Hallo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen Video mit eurem Xarok. Ja, ihr wisst ja, Xelin ist schwanger. Ja, für die, die es noch nicht wissen. What? Ja, Xelin ist schwanger und ich werde Vater, kaum zu glauben, aber ist wahr. Und wir befinden uns aktuell schon in der 18. und 19. Woche und ich möchte in diesem Video so die ersten paar Wochen so rückblendend mal erzählen, wie die so als Vater für mich waren. Denn ich finde das relativ interessant. Man erfährt immer sehr viel darüber im Fernsehen und sonst wo überall, wie sich so eine Mutter fühlt. Was ja auch wichtig ist und was auch schön ist und auch sehr interessant ist. Aber ich finde es auch recht interessant, was so ein Vater so durchmacht. Und ich finde, man findet darüber gar nicht so viel. Und es ist eigentlich auch mal recht interessant, mal die andere Seite von den beiden zu sehen. Ich finde nämlich auch einfach, dass beide Parteien ja wichtig sind für eine gute und gesunde Schwangerschaft. Und ich werde meine Erfahrungen mit euch teilen und auch vielleicht den ein oder anderen Tipp vielleicht parat haben für euch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar die ersten zwei Wochen, ja, was will man da groß sagen, da erfährt man ja noch nicht so viel. Ich weiß nur noch, wie irgendwann, ich glaube, als wäre das letztes Jahr gewesen. Ich weiß nur noch, irgendwann morgens kam Xelia zu mir so, du, ich glaube, ich bin schwanger. Ich so, echt? Ich konnte das gar nicht so richtig realisieren, ja. Ich lag im Bett, war ganz am Morgen, ja. Ich so, ja, okay. Bin hier aufgestanden, so mit einem leichten Grinsen, ja. Meistens geht man so, steht man ja so auf. Und ich war, glaube ich, ungefähr so. Also ich war schon so leicht so. Also es war auch ein ganz anderes Wachwerden. Ich war, glaube ich, direkt wach, ja. Also so nicht so dieses, sondern so direkt wach. Okay, sie ist schwanger. Schön. Aber realisieren? Nö. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, nicht so wirklich realisiert, weil so dieser typische Schwangerschaftstest ist ja hier so ein kleines Stäbchen, wo man drauf pinkelt oder negativ oder positiv und ist schön, ja, kann man schon sagen, ja. Es war schon cool, aber andererseits irgendwie, ja, es war eigentlich jetzt nichts, wo man sagt, boah, krass. Irgendwie war das nicht. Ist irgendwie ausgeblieben. Und ich habe mir das dann später so ein bisschen so erklärt und zwar meistens, oder wie man das halt so oft kennt, ist es ja so, man will nicht schwanger werden, ja, oder man wird ungeplant schwanger, ja. Ich denke mal, das ist auch das, was man immer so im Fernseher sieht oder irgendwo mitkriegt, ja. Die Leute werden schwanger, wollten es aber gar nicht, ja. Und dann ist immer die Reaktion, ich bin schwanger und dann, nein, mein Leben ist vorbei. Ja, so ungefähr ist immer die Reaktion, weil man es einfach nicht geplant hat, ja, weil das ist dann in dem Moment ein Schock, so, boah, wow, ich bin schwanger, krass, du bist schwanger? Nein, nee, echt? Boah, krass! Ja, das ist die Reaktion. Wenn man es aber plant, und man wird schwanger, und ist das, ja, cool. Hast du gut gemacht. Check, Alter. So ungefähr war das, ja, also es war nicht so, boah, geil, jetzt kommt da ein Kind, ja, das war irgendwie, ja, war ein bisschen, ich glaube, es war auch bei Xiel ein bisschen so, dass sie gesagt hat, ja, irgendwie schade, dass dann nicht emotional mehr passiert ist. Und gut, wir sind jetzt schwanger. Ja, wir haben dann aber beschlossen, das erste Mal für uns geheim zu behalten, also dass wir wieder irgendwelchen Kollegen, Freunden, Familie oder so zu erzählen, weil wir erstmal auf Nummer sicher gehen wollten. Ja? Das war ja noch ganz am Anfang. Und man hat nichts gesehen, nichts gespürt, nichts gehört, nichts gerochen. Also es war ganz normal, wie jeder andere Tag auch. Und so dann so langsam, dritte, vierte Woche, hat man dann so eine Kleinigkeit gemerkt. Und zwar, also, hatten dann erstens einen Termin ausgemacht beim Frauenarzt, wo ich dann auch mit dabei war. Muss sein, ich muss überall mitgehen, wo ich nur mitgehen darf und kann. Und dann waren wir da gewesen und wollten uns das halt auch erstmal richtig bestätigen lassen, weil bis jetzt hat man das ja nicht so wirklich handfest irgendwie bestätigt bekommen und haben dann gesagt, okay, gehen wir da mal hin und dann hat sie dann nachgeschaut und sie hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, sie sind tatsächlich schwanger. Und
man hat auf dem Ultraschallbild noch nicht so viel gesehen, ja. Es war so, so klein, ja, also wirklich so ein kleiner Kreis, ja. Man konnte weder ein Kind noch irgendwas erkennen, es hätte auch einfach eine Glasmuggel sein können, die da drin verschwunden ist, ja. Also, ja, es war nicht zu sehen eigentlich im Prinzip, aber trotz alledem war das der Moment, wo es gemacht hat, wo man gesagt hat, wow, krass, wir werden Eltern. Das war schon interessant. Das war dann wirklich schon so ein Gefühl, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt realisieren wir es. Jetzt checken wir den Moment, wo sich alles, aber auch wirklich alles in unserem Leben verändern wird. Und nicht nur zum Negativen, sondern auch sehr vieles zum Positiven. Und das war echt schön, das war echt cool. Wir haben dann unsere Hand genommen gegenseitig und haben uns in die Augen angeschaut und haben gesagt, wow. Also nicht gesagt, sondern wir haben es gedacht im Prinzip, ja, das war dann so Gedankenübertragung und so, oh cool. Und da war dann dieses Emotionale, was beim Schwangerschaftstest im Prinzip gefehlt hat, ja, dieser Wow-Effekt, diese Realisierung, dieses Realisieren, dass wir Eltern werden. Irre, wirklich irre. Ja, dann sind wir nach Hause gegangen, haben natürlich drüber geredet und so, vorher auch schon so immer ein bisschen. Aber da fängt man halt dann schon ein bisschen mehr an zu reden und macht sich auch schon einige Gedanken. Und meine Gedanken waren halt vor allem, werde ich guter Vater? Ja, also werde ich ein guter Vater? Also ich denke, also auch jetzt noch und damals noch oder auch vor 10 Jahren, habe ich immer gedacht, ich werde ein cooler Vater. Also ich glaube nicht, dass ich ein ätzender Vater werde, vielleicht kann man sich ab und zu für mich schämen, das vielleicht schon, weil mir ist eigentlich, bin ich für nichts zu schade eigentlich. Aber an sich, glaube ich, werde ich ein recht cooler Vater werden. Aber das cooler Vater und guter Vater ist ja nochmal ein Unterschied, weil guter Vater gehört, finde ich, auch die Erziehung dazu. Ja? Das ist heutzutage, glaube ich, nicht so einfach, vor allem, wenn man immer irgendwie weg ist, immer arbeiten ist, nicht zu Hause ist und keine Zeit hat und so weiter, ne? Und das, die Erziehung dann im Prinzip irgendwelchen anderen überlässt, sprich Kita, Schule, Freundeskreis. So, und da weiß ich halt nicht, ob ich da wirklich gut sein werde. Ja. Also wenn ich jetzt das auf meine Hunde setze, mit der Amy hat es ganz gut geklappt. Ja. Beziehung ist gut gelaufen, ist aber auch ein guter Hund. Also ist wirklich ein sehr guter, braver Hund, der es mir auch leicht gemacht hat. Beim Leo, da ist es genau das Gegenteil im Prinzip. Der macht es mir nicht so leicht. Die Erziehung ist... Also die ist zwar vorhanden, ja, ich versuche mein Bestes, aber sie ist nicht so einfach, ja, nicht so wirksam, sage ich mal. Und ich weiß, was ich tun muss, um den Hund in die richtige Richtung zu erziehen, wie ich ihn haben möchte, aber es setzt nicht um, sage ich mal. Ja. Also diese Methoden, die ich bei ihm versuche, funktionieren nicht, zumindest nicht so gut, beziehungsweise ihm ist es egal. Und das ist so, wo ich auch überlege, wie wird das beim Kind sein, ne? Wird das beim Kind auch so sein? Beim Kind ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als beim Hund, aber wird es da auch so sein, ja? Ich weiß, was ich machen muss, aber die Umsetzung und dass das auch so ankommt, das ist die Frage. Das ist das, was mir momentan immer so ein bisschen im Kopf rumfliegt, wo ich mir denke, ja, weiß noch nicht, ob das so gut funktionieren wird. Wir haben immer das Gefühl, so ein bisschen, Xian sagt, also ich werde wahrscheinlich der super nette, tolle Vater sein und Xian wird wahrscheinlich die gemeine Hexe sein. Ich hoffe, dass das natürlich nicht so passieren wird. Ja, werden wir schon schaukeln, denke ich. Wir lesen sehr viel darüber, vor allem Xian momentan. Die erzählt mir dann immer davon und dann, wenn sie das dann so erzählt, dann denke ich mir immer so, ja, so hätte ich das, glaube ich, auch gemacht. Klingt logisch, ja, und wenn ich mir das dann so denke, dann wird das schon hinhauen. Ich denke, wenn man sich da wirklich bemüht, dann kann man da auch nicht viel falsch machen. Wichtig ist einfach, dass man was tut und nicht einfach so, ja, mach du doch. Ist mir doch egal. Schau den ganzen Tag Fernsehen, ist mir doch wurscht. Ess du den ganzen Tag Süßigkeiten, ist mir doch egal. So in etwa darf man halt natürlich nicht handeln und denken. Ja, genau. Dann, ein paar Wochen später
merkt man schon so langsam mehr. Vor allem bei der Mutter. Bei der Mutter macht sich so langsam ein Bauch breit, ja, so ganz klein auf, wo man dann noch so am Anfang so ein bisschen spaßeshalber sagt, ja, haben wir wieder ein bisschen mehr Kekse gegessen, ja, so zur Weihnachtszeit hin, ne, Kekse essen, da kann man schon mal ein bisschen kleines Bäuchlein kriegen. Aber wir wissen, dass es nicht davon kommt. Vor allem, weil bei Xialin sich dann eine starke Übelkeit breit gemacht hat. Eine wirklich sehr starke Übelkeit, die mir auch jetzt noch sehr, sehr leid tut. Zum Glück ist es inzwischen weg. Aber das war echt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wochen, ja, also 3, 4 Wochen hat sie da rumgemacht, wo sie nichts essen konnte, nichts trinken konnte, nichts riechen konnte und eigentlich auch nichts sehen. Essen, ja, konntest du komplett eigentlich vergessen, ja. Also, da ging eigentlich gar nichts. Weder Obst, noch Nudeln, noch, ja, Kekse gingen ab und zu mal, Zwieback auch. Aber im Prinzip ging gar nichts, ja. Und das war echt schwierig. Auch für mich als Vater war diese Zeit schwierig. Vielleicht auch mal wieder, um darauf hinzuweisen, dass eine Schwangerschaft nicht nur für die Frau schwierig ist, sondern auch für den Mann schwierig sein kann. Ist halt, ich kann ja schlecht dann da ein riesen Steak zubereiten und sie isst da Zwieback, ja, das geht nicht. Und sie selber hat dann natürlich auch nicht gekocht, weil sie es nicht sehen und nicht riechen kann, weil wenn sie es gerochen oder gesehen hat, wurde ja auch schlecht, verständlicherweise. Demnach hat sie auch selber nichts zubereitet. Und ich habe dann halt, ja, allen möglichen Scheiß gegessen, sowas wie Dosenfutter oder Süßigkeiten, ja, alles, was super ungesund ist. Und das trägt dann natürlich auch ein bisschen zur Laune bei. Und das ist das Nächste. Die Laune war eigentlich ganz gut bei ihr in diesen Wochen, ja. Also klar, war ein bisschen anstrengend, aber sie war jetzt nicht irgendwie zickig zu mir oder sowas. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Schwieriger war es eigentlich eher so, weil ich bin ja, ich bin ein fürsorglicher Mensch. Also ich kümmere mich um Xialin, wenn es ihr nicht gut geht. Und sie kümmert sich um mich, wenn es mir nicht gut geht. Das ist ein Geben und Nehmen, das gehört einfach dazu und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Und für mich war das dann halt wirklich so diese Verzweiflung, so ein bisschen irgendwas zu finden, dass sie was zu sich nimmt, ja, dass sie was isst und vor allem auch trinkt. Und Trinken haben wir dann echt lustig gelöst eigentlich im Prinzip. Ich habe alles Mögliche an Getränken gekauft, die es so im Supermarkt gibt. Ich war sogar im Getränkeladen, war ich in zwei, drei. Dann in zwei, drei Supermärkten war ich gewesen, um alles Mögliche an Getränken zu kaufen. Von Eistee zu Säften zu kalten Tee bis hin zu verschiedenen Wassersorten, Wasser mit angereicherten Geschmacken, ja, also zum Beispiel so Kirschgeschmack oder sowas. Alles Mögliche, ja, also wirklich unglaublich viel. Wir haben immer noch voll viel von dem Zeug. Einiges hat scheiße geschmeckt, schmeckt auch mir nicht. Aber ein paar Sachen haben geholfen. Kann ich jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, aber probiert es einfach aus. Tut eurer Frau oder Freundin den Gefallen, besorgt ihr alle möglichen Getränken, damit sie vor allem Flüssigkeit zu sich nimmt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wichtiger als Essen. Essen ist zwar auch wichtig, aber Trinken ist halt sehr wichtig. Ja, und das haben wir dann irgendwie auch durchgekriegt. Ja, hat irgendwie funktioniert. Und ja, und inzwischen geht es ja eigentlich auch wieder gut. Sie isst wieder ganz normal, trinkt auch wieder normal. Und es ist halt schon krass, sie konnte nicht mal Wasser trinken. Ja? Selbst Wasser war für sie eklig. Und das ist halt schon irre. Und dann kam halt der Geruch noch hinzu. Ja? Ich bin in einen Raum reingekommen und sie fand mich schon eklig. Ja? Nicht, weil ich gestunken habe oder sowas. Ich hätte frisch geduscht sein können, ohne Shampoo oder mit Shampoo, völlig egal. Sie fand es einfach eklig, wenn ich in der Nähe war, ja. Und das war für mich sehr schwierig. Und ich habe dann so ein bisschen versucht, irgendwie meinen Platz zu finden. Das war wirklich Kacke, weil wir uns eigentlich sehr nahe stehen, obwohl wir schon über 12 Jahre zusammen sind. Stehen wir uns sehr nahe, wir kuscheln gerne, wir sind einfach sehr gerne nah aneinander. Und ja, und das war echt schwierig, weil ich konnte sie nicht wirklich küssen. Ja. Meistens ging nur um Bussi und ich habe dann immer so gemacht, ja, mit geschlossenem Mund, damit sie mich nicht riecht. Und selbst das ging einfach nicht. Und das war für mich echt hart,
so abgewiesen zu werden. Das war echt schwierig. Aber ich habe es respektiert und musste halt einfach mit klarkommen. Es war aber echt schwierig, muss ich schon sagen. Und ich bin echt froh, dass das vorbei ist. Und ja, dass es ihr natürlich auch wieder besser geht. Und für sie war das ja auch doof, ja, weil sie mag mich ja. So ist es ja nicht. Und wenn sie dann sagen muss, naja, geht nicht, nee, ich kann dich gerade nicht riechen und Berührungen sind doof. Und, das ist ja für sie auch doof, muss man ja ganz ehrlich sagen. Weil im tiefsten Innern wollte sie mich ja küssen oder mich berühren oder kuscheln oder was auch immer. Und das ging aber nicht. Ging einfach nicht. Ja, und das war echt scheiße für uns beide, ganz einfach. Ja, dann hatten wir auch schon den zweiten Frauenarzttermin, der dann auch ziemlich richtig cool war, weil man dann so die ersten tatsächlichen menschlichen Züge gesehen hat. Und das Faszinierende war auch einfach, das Kind hat sich bewegt. Es hat sich bewegt, ja. Es sah, man hat die Arme so gesehen, die waren ganz kurz. Und es hat irgendwie so gemacht, ja. Irgendwie so, ja. So ganz, ganz steif irgendwie oder so. Irgendwie so hat es gemacht. Und wir so, wow. Wir konnten es gar nicht glauben, dass das Bewegung von dem Kind sind. Wir haben dann extra gefragt, bewegt sich das gerade? Und die dann, die Frauenärztin so, ja. Und wir so, boah, krass. Das war dann schon richtig irre. Das war dann nochmal so ein i-Tüpfelchen drauf. Auf den ersten Frauenarzttermin, wo wir gemerkt haben, okay, das ist real, sondern jetzt hat man auch einen Menschen gesehen, auch wenn es nur so groß war, ja. Nur so groß war der. Und wir haben es einfach schon realisiert. Das war